heute im Egerpark und ich zeige euch 5 Dinge, die man hier gesehen haben muss. Ja, wir stehen hier mitten im Eingangsbereich im Egerpark. Neben mir steht Melanie. Melanie ist Gärtnerin hier oben im Egerpark. Und Melanie erzählt uns jetzt mal, was hier oben im Eingangsbereich so schön ist und was sie beeindruckt. Genau, also besonders schön finde ich unsere bepflanzten Schalen. Die begrüßen unsere Besucher gleich am Haupteingang. Wir geben uns immer größte Mühe, mit knalligen Farben zu arbeiten, dass die Besucher direkt eingeladen werden, in den Park zu kommen und ja auf das Thema Blumen eingestellt werden. Und ein Highlight ist natürlich unsere größte Palme hier im Park mit ihren 9 Metern. Sie ist ca. 300 Jahre alt und bringt gut 2 Tonnen auf die Waage. Das ist auch schon was ziemlich Spezielles. Ja. Einiges. Sind es die drei hier, ne? Das eine ist unsere größte und die anderen sind auch in der gleichen Zeit, in den 70er Jahren, hierher gekommen. Okay. Sind natürlich noch ein bisschen kleiner. Und jetzt nochmal zurück zu den Blumenkübeln. Wie oft werden die gewechselt im Jahr? Also wir pflanzen zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr. Jetzt haben wir auch noch den typischen Frühjahrsflor drin mit Hornveilchen. Und im Sommer stellen wir dann um, also so Ende Mai, auf die Sommerbepflanzung. Vielen Dank, Melanie. Sehr gern. Ja, mein Buga-Zwerg und ich, wir sind hier auf dem Egerpark-Gelände. Und im Hintergrund seht ihr schon die Springbrunnen? Vier Stück sind es an der Zahl. Zwei davon wurden schon saniert, die anderen beiden werden noch folgen. Ja, und hier seht ihr auch die wunderschönen Blumen, die Frühjahrsbepflanzung. Ihr habt vorhin gehört von der Gärtnerin, dass sie zweimal im Jahr neu bepflanzt werden. Und ja, ich finde, dass der Eingangsbereich schon ein wundervoller Ort ist, um den Egerpark kennenzulernen. Wusstet ihr eigentlich, dass die erste internationale Bundesgartenschau in Erfurt stattfand? Deswegen das Motto, Buga is coming home, es lebt. Mein persönliches Highlight, dieses Blumenbeet. Ich sitze inmitten von Europas größten ornamental angelegten Blumenbeet. Und schaut euch mal um, wie wunderschön. Hier dürft ihr auch langlaufen auf dieser Rasenfläche. Bitte nicht auf die Blumen treten. Wir sind hier im Liliengarten und ich finde den Liliengarten unfassbar schön. Zum einen blüht momentan schon die Kaiserkrone, eine wundervolle Blüte, wie ich finde. Und im Sommer kommen noch ganz viele andere Lilien mit dazu. Und kommt mal mit, ich zeige euch mal was. Was ich hier auch besonders schön finde, ist nämlich das Wasserspiel. Man kann hier draufdrücken auf die einzelnen Knöpfe und dann schaut doch mal selber. Nicht nur die kleinen Menschen haben großen Spaß daran, sondern auch große. Hm, macht das Spaß. Oh, the special one. Oh, das macht Spaß. Guck mal. Das sind meine Oh, was bist du? Du bist toll. Ja, ist das. Die 5 Minuten Laufweg vom Eingang bis hin zum Liliengarten lohnen sich. Denn links zu meiner Seite seht ihr den Steigerwald, der auch bald zu blühen beginnt und das Ganze von einem ganz bequemen Ort, nämlich der Plumpsack. Wir sind hier unten im Egerpark, also ungefähr so um die 10 Minuten Laufweg vom Haupteingang. Und hier muss man eine Maske tragen. Wir sind hier im Gartenideenbereich. Hinter mir seht ihr zum Beispiel ein Tiny House, das ist ja komplett in Mode. Mein Traum, mit so einem Haus einmal durch Europa zu fahren, wenn Corona einmal vorbei ist. Und ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch mal noch 2, 3 weitere Dinge hier bei Gartenideen. Zum Beispiel die Landung aus der Galaxie. Wie werden wir Menschen leben, wenn einmal die Erde nicht mehr da ist? Und dann gibt es hier ein total tolles Häuschen. Hey!
Themengarten. Und auch hier muss die Maske leider drauf, aber Sicherheit geht vor. Hinter mir seht ihr ganz große Zäune, mindestens 2 Meter hoch. Das soll auch so sein, denn jeder einzelne Themengarten, 8 an der Zahl, muss abgegrenzt sein vom anderen Garten. Einfach, damit jeder Garten auf einen, ja, einwirken kann und man nicht abgelenkt wird von den anderen Gärten. Und ich zeige euch jetzt mal meinen persönlichen Lieblingsgarten. Draußen daheim mein absoluter Lieblingsgarten, denn schaut mal selber, was man hier machen kann. Man fühlt sich wie zu Hause im heimischen Wohnzimmer. Einfach entspannen und chillen, das kann man hier im Egerpark besonders gut.